müssen weiter. Los, da steht ein Quadjumper am anderen Ende des Raumhafens. So, und jetzt müssen wir fliehen. Oder müssen wir in die Richtung laufen? Erstmal nach vorne. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Es geht ja direkt richtig zur Sache. Und ich baue erstmal was. Ja, nice. So, kann ich irgendwas hier abschießen? Okay, anscheinend nicht. Achso, goldene Legosteine können durch Schnellfeuer zerstört werden. Der muss doch mal wieder rein. Hebt das Teil ab, Alter. Super, hier kommen wir schon mal weiter. Vielleicht gibt es einen Weg hinüber. Sehen wir oben nach. Erstmal nach oben. Ey. Werde ich von diesen Taktdingern angegriffen? Jetzt können wir hier auf jeden Fall mit ihm, glaube ich, hochklettern. Oder Ray, die kann das bestimmt. Dann nehme ich, warte mal, erstmal diese Teile hier weg, die ich mir richtig auf den Biss. Und wie komme ich da jetzt ran? Achso, da kann ich auch was hinpuzzeln. Muss ich, Mann, jetzt gib mir den doch. So. Achso, wieder mit Ray. Den Kran einmal rüberziehen. Und ist nur noch ein halbes Herz. Den Stein kriege ich, glaube ich, nicht. Und hier wahrscheinlich nur mit Chewbacca, ne? Ach, genau. Das sind so Sachen. Würde gerne gucken, was dahinter für Geheimnisse sind. Aber da kommen wir noch nicht ran. Egal. Warte mal, das kommt doch bestimmt mit ihm. Genau, da hoch. Hier oben so. Gibt's einen Einstieg, aber der ist blockiert. Ich brauche Hilfe. Achso, jetzt komme ich wieder da hoch, alles klar. Jetzt kann ich das doch bestimmt ziehen. Achso, schieben, okay. Und das ist keine. Eine Bombe, die schießen wir mal eben kaputt und dann. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir die Wand einreißen können. Ja, hoppla. Genau so. Sehr. Fisch in der Mikrowelle. Mal sehen, vielleicht schaffen wir diesmal den wahren Jedi. Weil ich ein bisschen darauf achte, ein paar Legosteine zu sammeln. Na, egal. Mit Blastern ist es einfach viel einfacher, wenn man einfach nur schießen muss. Wer muss ich daran? Oh, da muss ich das Lenkrad holen. Das ist da oben. Warte mal. Schritt zurück. So. Okay, gut. Ich dachte gerade, das bleibt jetzt da oben stehen. Und im Kreis. So. Gebt uns Deckung, wir stellen Schilde auf. Oh, da ist ein Sniper. Fuck. Wir müssen sie ausschalten. Okay, Red auch eine Waffe jetzt. Bring noch mehr Sturmtruppler. Okay, erstmal. Gut, das war's dann mit den goldenen Abzeichen. Erstmal den hier oben runterholen, der geht mir richtig auf den Piss. So, mit dem G. So. Und tschüss. Und tschüss. Einen noch. Na komm. Jetzt nochmal 11. Oh nice, wir können dann so eine super schnelle Attacke hier machen. Es nähern sich noch mehr Schiffe.
Komm, wir kriegen wir erstmal alle down. Das ist eine Banane hier. Fuck, jetzt haben wir noch einen Bronzeteil. Na, ist egal. Ist mir egal. Erstmal hier die Klone wegschießen. So, noch drei. Okay, das war's mit dem Geld, das wir bekommen, aber ist egal. Scheißegal. So, da kommt der Flieger. Hey, was ist das? Sie haben was von diesen Kisten runtergeschossen. Wo sind die Kisten? Die Klone weg, die nerven auch nur. So, müssen wir gucken. Drei Flieger, dann das Raumschiff. Das ist irgendwie. Ach nee, das kann ja gar nicht scannen, das kann. Konnte immer nur Poe. Ah, fuck. Dieses ganze Schiff muss auch kaputt gemacht. Oh, ich bin voll überfordert gerade. Kann ich eigentlich vorrücken? Ja, okay. Er kann da durch. Vielleicht können wir so. Was können wir doch bestimmt hier machen? So, ist das ein Geschütz? Jawohl. Gut, da ist was Goldenes. Aber erstmal muss der Transporter weg. So. Die ganzen Klone weg. So, das Haus bricht auch zusammen. Jetzt noch drei von diesen Fightern. Zwei noch. Der eine ist gerade vorbeigeflogen. Da ist noch einer. Super. Das ist unsere Frau. Lauf! Was ist mit dem Schiff da rechts? Die Mühle ist doch nur Schrott. Der Schrott wird schon tun. Und da ist er gleich. Der Millennium Falke. Extrem geil. Okay, warte. Erstmal lieber nicht. Ja. Sorry, dass wir euch bei eurem Bart gestört haben. Ne, den scheiß Topf will ich gar nicht haben. Da ist ein Schiff im Anflug. Bei so vielen Kriegern können wir nicht abheben. Schade, dass das Raketengeschütz außer Gefecht ist. Wir müssen es an den Generator da drüben anschließen. Was ist das? Ein Siebedroide. Ihre Aufgabe ist es, Elektroschrott im Sand zu finden. Den brauchen wir, um das Geschütz in Stand zu setzen. Okay, den kann ich jetzt spielen. Lego Sintauchen. Hier ist einer. Ja, das muss wahrscheinlich jetzt zusammengepuzzelt werden. ID8, kannst du darauf zugreifen? Oh, nice, wir haben den wahren Jedi geschafft. Warte mal, ihn brauche ich. So, jetzt können wir wahrscheinlich das hier rüberschieben. So eine Art Lore, ne? Irgendwie hier ranschieben oder wie? Nee. Ey, jetzt hänge ich hier fest. Achso, das muss ich erst kaputt noch machen wieder. Kaputt noch machen wieder. Super, fährt schon automatisch. Und das Geschütz läuft. Müssen wir wieder selber schießen? Jawohl. Noch vier Dinger. Drei.
2. Ich treffe nix. Super. Top. Na, er räumt für uns auf. Perfekt. So, und jetzt. Ab rein. Nochmal schön eben mit einem Wrestling-Move erledigt. Ans Bordgeschütz nach unten. Schon weiter mitgeflogen? Nein, das Schiff wurde ewig nicht bewegt. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Sehr nice, wie im Trailer. Oh, jetzt müssen wir auch mit den rasenden Flighten fliegen. Das wird ja was. Boah. Sind wir nicht hier vorhin noch? Nee, das ist was anderes. Im vorigen Part sind wir mit Ray mit dem Skateboard hier lang gefahren, aber das ist glaube ich doch was anderes. Okay, wir waren hier auch wieder 100%ig geschafft. Vor allem, wenn man die ganzen Sachen mal 4 bekommt. Es sind zu viele. Das schaffen wir nie. Ich sehe einen Ausweg, vielleicht. Zieht ihr hier ihr Salto-Manöver durch? Schieß doch! Achso. Ich kann jetzt schießen, wenn es weitergeht. Ich glaube, sie haben uns die ganze Flotte auf den Hals gehetzt. Achso, ich muss alle abschießen. Okay, da hat schon gewundert, was ich jetzt machen muss. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Da unten sind noch welche. Zwei noch. Wir sind hier zu angreifbar. Dann such uns Deckung. Okay, aber denk Top, alle du weg. Wolltest es so. Machen wir das jetzt wirklich? Sie folgen uns immer noch. So, fliegen wir gerade durch den Sternzerstörer durch, Alter. Sehr nice. Den Aufenthaltsort des Widerstandes kennen nur wenige. Wenn ich hinfliegen soll, sollte ich zu denen gehören. Sag uns, wo deine Basis ist. Na gut, mal unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand klar. Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bringe ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Das Illenium-System? Ja, das Illenium-System, das ist es. Flieg uns so schnell dahin, wie du kannst. Vergib mir. Ich fühle es schon wieder. Den Sog zur Hellenseite. Der oberste Anführer hat es gespürt. Zeig sie mir erneut. Die Macht der Dunkelheit. Und dann wird uns nichts mehr im Weg stehen. Zeige sie mir. Großvater. Sir, es war nicht möglich, den Droiden auf Jakku sicherzustellen. Ihm gelang die Flucht an Bord eines gestohlenen korellianischen YT-Frachters. Der Droide hat einen Frachter gestohlen? Nicht direkt, Sir. Er hatte Hilfe.
FN-2187. Die beiden waren in Begleitung einer Frau. Welche Frau? So. Perfekt. Level geschafft. Super. Oh, fast das Doppelte an Steinen bekommen. Nice. So. Können wir rüberspringen. Finn. Und Geschichte fortsetzen. Ich glaube, da ist es. So. Ich mach das schon. Jetzt sind wir hier auf dem Millennium Falcon. Aber wir machen das in der nächsten Folge weiter, Freunde. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.